Ich habe gedacht, sie melkt, aber sie melkt doch nicht. So schaut es aus. Evet. Sen Hasan, burada. Hasan. Ben Bendri. 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 Ben Senat. 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 Hasan. 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 Ti reci kako se zoveš? Fadila. Fadila. Fadila Elvedina. Merhabalar. Nasılsın? Merhaba. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ne yapıyorsunuz? Pita kakusi. Elhamdülillah şükür. Ben biraz az Türk müsün? Az. Az Türk. Az. Biraz az. Türk müsün? Türk müsün? Türk müsün? Az konuşuyor. Alman da biliyor mu? Alman evet evet. Alman tam çok güzel. Ya? Alman problem yok. Alman, ben Alman ana değil. He? Ja. Sprichst du Deutsch? Ja, schüsse. Ja, schau, wirklich. Oh, schau mal. Ja, sprich Deutsch. Sprich Hochdeutsch. Ja, schau, sagst du ein bisschen was, ich mache Reklame. Reklame, ja. Ja, aber mit so Reklame. Kein Problem, du bist Ding, Chef, Patron, bisschen Arbeit. Ich bin. Kein Problem. Mashallah, wo warst du, Deutschland? Ja, ich war Mannheim. Mannheim, ah. Ja, aber ich war 16 Jahre 16. Karawanenchef. Ah, ja, ja. Lehrer und Lehrer. Echt? Und da habe ich hier gebaut. Ach so. Camping gebaut. Ja, Campingplatz hast du gebaut. Und da Camping ist schön, aber jetzt ist weniger Karawan. Früher war kommen Karawan, 16 Karawan gekommen. 16? In Kassel, Holländer, Grubeck immer kommen. Ah, du musst ein bisschen Werbung machen. Instagram, Instagram. Schweiz, Österreich, ach, alles. Alles kommt. Okay. Alles kommt. Ist das so Ihre Platz? Ganzer Platz? Ja, dieser Platz. Alles für Karawan gebaut. Alles das ist super. Aha, super. Ja, aber jetzt ist nichts Karawan. Ah, aber kommt immer noch Karawan? Zwei Jahre Pause. Pandemie. Pandemie. Ja, ja. Und dieses Jahr weiß man noch nicht. Musst du Reklam machen, ja, Instagram. Reklam, aber Idiot. Normal mit Drohne oben. Ah, Drohne, ja. Yusuf. Ja, ja. Drohnen habe ich aber in Mahmutlar. Aber Russen kommen viel, Russen. Russen, ah, okay. Früher war Deutsch, ja. Europäer. Schweiz, Österreich, Holländer, Dänemark, Französ. Vielleicht wir kommen, inshallah, im September mit Caravan. Ja, können wir kommen. Inshallah. Ja. Keine Problem. Jetzt wir machen schön. Aber sehr schön hier, mir gefällt ja. Ich habe Video gesehen. Alles schön, ja, alles schön, ja, ja. Ja. Was kostet dann ja pro Tag? Bitte? Was kostet pro Tag? Für Camping? Ja. Also 200 Lira, das ist billig. 200 Lira, ja. Noch nicht 10 Euro. Ja. Noch nicht 10 Euro. 10 Euro ist gar nichts. Ist das so? Manchmal alles komplett. Bitte? Ist alles komplett oder ist nur 200 Lira für Auto und dann pro Person? Ohne Strom. Ohne Strom, ja. Aber egal wie viel Personen. Andere Dusche, Toilette, wir haben alles Trinkwasser. Ja. Trinkwasser. Camping, wir haben Tische, Grillen, überall Platz und überall Trinkwasser. Komm, 120 Kilometer weg. Aber du hast gut Deutsch gelernt für 16 Jahre Deutschland, sehr gut. Ja, ich war 32 Jahre. Ah, 32? Deutsche, ah. Deutsche Stadtangehörige. Hey, du bist du Deutscher? Ja. Oh, dann herzlich willkommen in der Türkei, deutscher Alman. Ja, ja. Hoş geldiniz, arkadaş. Sie sprechen, Sie sind kommen Deutsch. Ich komme aus Bayern, Ingolstadt, Bayern. Bei München. Ah, bei München? Ja, ja, bei München, aber wir sind aus Bosnien, Bosnien-Herzeg. Ja, ja, macht nichts. Ja, Sarajevo-Bosnien. Aber ich war in München, Füssen, überall, jede Ecke. Ich bin Diplom-Ingenieur. Ah, okay. Super. Aber jetzt, ich bin alt. Ja. Wie alt sind Sie? Sorry. 84. Mashallah, mashallah. So, gut. Noch 100 Jahre, inshallah. Sie sind in guter Kondition. Ja. Ja. Sehr gut. Ja, aber ich bin. Jetzt wir. Man mir helfen, da. Blume muss zu viel. Ja, muss. Busch, ne? Deine Sohn, oder? Schwiegersohn?
nur ein Lehrer, der helfen mir. Ah, Lehrer. Ja, gut. Sehr gut. Brauchen Sie einen Partner? Brauchen Sie einen Partner? Ja, ja, ich brauche, aber niemand da. Ich bin da. Russen kommen, helfen, Russen. Ich kann kommen, wir können dann zusammen machen alles. Ja, können Weil ich habe große Interesse für eine Camping. Ja. Wir haben schon 5 Jahre mit unserem Camping durch Europa gereist. Gemacht. Ja, das war schön. Camper ist super, super. Camper ist Natur. Bei mir Natur muss alles jetzt geschneiden, sauber. Ich brauche eine große Maschine, dass ich Ass male. Aber wieso? Das ist okay. Naja, hier aber viel Ast, guck mal. Ast schneiden. Ast muss gemacht. Ast schneiden. Hat Strom auch. Strom auch. Ja, überall, wie Europa, Strom nichts mehr, nichts Türkei, hier Europa. Camping. Ja, europäische Camping. Unter Asphalt, Strom, ist gut. Erde. Sehr überall. Gut, du gefällst mir. Jede Bäume eine Strom, überall Strom. Immer, so zu dir. Ja, ja. Wasser kommt, ja. 120 Kilometer. Überall Stromanschluss. Wasser. Und Trinkwasser auch. Alles Trinkwasser. Keine Chlor. Nein, das ist die Flasche Wasser kaufen, der noch besser. Das ist, wir haben 3 Wasser. Aha. Vom Berg, Kanalwasser, Pumpe. Aber unser Wasser extra kommt Berg. Also Sommer ist hier, kommen auch viele Karawanen, nichts Bosnien, aber kommen Russen. Deutsche war auch da, Deutsche, ne? Deutsche war auch hier mit Große. Ja. Das ist ein YouTube-Video, habe ich geschaut. Ja. Ich stehe Internet bei uns drin. Ja. Danke schön, herzlich Dank und alles Gute, ich wünsche euch. Und kommt alle hierher. Alles in Anamur. Anamur. Vor der Burg. Europa muss kommen, Paradise Camping. Schön. Ja, Paradise Camping, genau. Sommer, Corin und schön. Janet, ja, genau. Ja, und vor der Burg rechts reinfahren, da ist die Burg und dann rechts. Auf der Hauptstraße. Auf der Straße gleich neben dem Burg. Ja, okay. Dankeschön, Amir Jatasche. Danke schön. Und schöne Grüße aus Bosnien und aus Deutschland. Bosnien, genau. Ja, und aus Deutschland. Ja, schöne Grüße. Ne? Dankeschön. Europa. Ja, alle Europa. Dankeschön. Tasche Glöhr. Kolei Gelsin. Inshallah. Tschüss. Inshallah. Heide, tschüss. Tschüss. Heide, tschüss. Ja. Hier ist außen Eingang wahrscheinlich. Oder war mal einer mit einer Brücke. Leider nicht mehr da, aber Haufen Steine liegen hier, keine Ahnung, wo die herkommen. Da muss ja auch irgendwas gewesen sein. So, sind wir innen drin. 20 Tele, gell, war der Eintritt? Ja. 20 Tele, genau. Also 20 Tele kostet der Eintritt. So, hier. Ja. Die Deutschen findet man überall. Kann ich wahr sein, nicht? Doch, servus. Servus. Darf ich Sie aufnehmen? Natürlich. Ja, wunderbar. Ich bin aber aus Sachsen jetzt. Ja. Macht ja nichts, ich bin aus Bayern. Oh, mir ist an mir. Mir ist an mir. Ich bin aus Minga und er ist aus Stuttgart. Aha. Und Sie aus? Dresden. Also die Schweiz, aber ja, Sächsische Schweiz. Dann herzlich willkommen. Sagen Sie hier auch wie wir Touristen? Ja? Ja, passt. Aus Alanya, oder? Hm? Aus Alanya hergekommen, genau, ja, genau. Also, ja, aus Mahmutla. Mitfahren. Ja, wir sind aus Mahmutla gekommen. Ja, genau. Ja. Ein bisschen anschauen, die Türkei. Es gibt so viel zu sehen. Ja, super. Es gibt welche, die schauen sich nichts an, die wollen also, nur am Strand liegen. In meinem Hotel, da wo ich da bin, ja. In Alanya gibt es sehr viele Deutsche und Mahmutla auch, ja, das wissen Sie ja. Ich komme mir davor wie im Gefängnis. Ja, glaube ich. Da ringt aber alles zu. Ja. Und Pool in der Ja, ich weiß. Ja, gut. Super. Also. Es gibt doch ein paar Deutsche, die sich trauen herzufahren, hat man gerade gesehen. Und der war alleine. Ja, schöne Grüße auch nach Sachsen. Und ich finde das schön, wenn sich Leute trauen herzukommen. Boah, ist das groß. Ich dachte, da hört es auf. Da beginnt es ja erst.
Guckt euch das mal an. Wow. Ja, krass, oder? Innenhof. Wahnsinn. Hammer. So, hier kann man reingehen. Wahnsinn, was die Leute so gebaut haben. Unglaublich. Unglaublich, oder? Ha? Hier sind die Kanonenplätze wahrscheinlich. Und hier haben sie geballert. Mit Ausblick aufs Meer. Hat man dann gesehen, wenn die zu nah gekommen sind. Und im Internet könnt ihr mehr nachlesen vom Schloss Anamur. Und oben ist es wahrscheinlich das gleiche. Ja, das gleiche nochmal. Ha? Ah, bitte, geht nochmal hoch. Ja, okay. Aha. Wo ist der Korrekt? Ja. Wo ist das? Ja. Ich sehe das gleiche. Ha? Horsgur. Horsgur. Hier ganz oben auf der Burg. Hier geht es richtig schmal nach oben. Nach oben und nach unten, ja. So, und hier habt ihr die Burg. Ich hoffe, man hört mich. Hinten ist eine Moschee, mitten in der Burg hier. Und erbaut von den Seldschuken. Seldschuken haben das erbaut, soviel ich weiß. Was die, checker, damit sieht man den Upanisch. Ja, ja, morgen muss jemand da te čuva. Den Upanisch. So, dann geht's hier wieder runter. Ah, herrlich hier oben. Herrlich. So. To, okutik tam. Hier ist die Moschee und riesengroße Burg, riesengroße und die besterhaltenste, glaube ich, soviel ich weiß, komplett, oder? Weißt du nicht, oder? Die Moschee ist gebaut worden 1300 von Mahmud Bey. Ja, jetzt ist ein bisschen windig, aber hier sieht man die Schönheit. Wir sind jetzt ganz oben und hier sieht man die Burg. Jetzt sind wir innen drin, im Hof, im oberen Teil. Ich bin auch überrascht, dass es so groß ist. Hier ist auch irgendwas unten. Ah. Okay. Wahnsinn. Ja, jetzt noch mal einen letzten Blick aus der Burg
nach Hanamur. Und hier geht's rein. Hier ist der Sandstrand. So, dann sage ich danke euch fürs Zuschauen. Das war's aus Hanamur. Eventuell nehme ich noch etwas in der Stadt auf, muss ich noch schauen. Bei Gefallen, Daumen nach oben, kommentieren, Kanal abonnieren. Danke euch und ich hoffe, es gefällt euch. Und wie gesagt, kommt und genießt einfach die Schönheit der Türkei.